hat. Wir wollen Sie ein wenig einführen in dieses Thema, das wir eben angesprochen haben. Und ich freue mich, dass da sind zwei Politikerinnen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und bis heute auch beschäftigen. Dagmar Wörl ist da, Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und Cordula Schulz-Asche von den Grünen, eigentlich Sprecherin für bürgerschaftliches Engagement, aber auch Mitglied im Ausschuss für humanitäre Hilfe und Menschenrechte, vor allem aber damals in Ruanda gewesen. Deswegen, wenn Sie gestatten, würde ich gerne mit Frau Schulz-Asche in diesem Fall mal anfangen und sagen, welche Erinnerungen an die Zeit damals vor 20 Jahren ist für Sie heute die dominierendste, die prägendste noch? Naja, natürlich, ich habe für eine Nichtregierungsorganisation gearbeitet, in der sehr viele Tutsis meine Kolleginnen und Kollegen waren. Und als ich zurückkam, feststellen musste, dass eben fast alle Tutsi-Kollegen umgebracht waren und auch einige meiner anderen Kollegen zu Tätern geworden waren. Das war persönlich eine sehr, sehr schwere Erfahrung, verbunden natürlich auch mit dem schlechten Gewissen, was man persönlich hat. Was mich aber auch eigentlich dann auch die ganze Zeit umtreibt, ist die Frage, was man nicht nur persönlich, sondern was auch von Deutschland aus hätte unternommen werden können, um dies zu verhindern. Und ich glaube, dass das auch noch eine der offenen Fragen ist. Mhm. Frau Wörl, Sie waren damals nicht vor Ort, aber haben das natürlich auch genauso wie ich miterlebt. Man steht da hilf- und fassungslos davor, wenn man das in den Nachrichten verfolgt. Was ist für Sie noch die entscheidende Erinnerung an damals? Also ich war zweimal in Ruanda gewesen, habe mit vielen Opfern gesprochen, habe ein Gacaca-Gericht auch mit besucht, wo man versucht hat, diesen Versöhnungsprozess ja dann auch in Gang zu bekommen. Also es war erschütternd. Es war auf einmal erschütternd, was hier passiert ist. Sie haben es ja vorhin erwähnt, wenn man sich vorstellt, jede Minute 5 Tote. Es ist unglaublich. Aber leider ist es heute noch so, dass halt noch viele Menschen traumatisiert sind, Täter, Opfer. Es heißt zwar von der Verfassung, es soll keine Unterscheidung mehr geben zwischen Tutsis und Hutus, aber es ist noch da. Die Unterscheidung ist da. Also es brodelt immer noch. Man muss auch sagen, Völkermord ist eigentlich nicht so ganz präzise der Ausdruck. Also es sind ja nicht zwei verschiedene Völker, Hutu und Tutsi, sondern unterschiedliche soziale Gruppen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Vielleicht, weil Sie vor Ort waren und auch lange als Entwicklungshelferin tätig waren, Frau Schulz-Asche, sagen Sie einfach in zwei Sätzen nochmal, wo diese Unterscheidung hergekommen ist dann, warum man bis heute von Völkermord spricht. Ja, diese Unterscheidung ist historisch gewachsen, ist aber natürlich von den Kolonialmächten auch sehr stark ausgenutzt worden. Das heißt, die Gruppen sind sehr stark gegeneinander ausgespielt worden. In der Realität in Ruanda 1994 gab es sehr viele Paare, gemischte Paare, und man hatte eigentlich den Eindruck, dass es langsam gelingt, diesen Widerspruch zu überwinden. Und dann kam der Völkermord. Es war ein organisierter Völkermord dann gegen eine gar klar begrenzte Bevölkerungsgruppe. Und natürlich waren alle Ruander. Und wenn man gegen eine Volksgruppe oder auch eine soziale Gruppe des Landes eine so systematische Ermordung in Auftrag gibt, dann ist das eben auch ein Völkermord. Was ist schiefgegangen damals? Wir haben es alle gesehen, wir haben alle zugesehen auch, muss man ja auch direkt sagen. Wie war das möglich? Weil heute, 20 Jahre danach, ist ja jede Menge an Analysearbeit auch stattgefunden. Was ist tatsächlich aus Ihrer Sicht falsch gelaufen? Also eigentlich ist alles falsch gelaufen. Die internationale Gemeinschaft hat weggesehen. Es war ein Interessenkonflikt gewesen im Sicherheitsrat. USA hatte immer noch sein Somalia-Trauma gehabt. Es wurden die Friedensmission, die damals ja schon da war im Land, wurde sogar noch abgezogen. Und auch muss sagen, Deutschland hat keine rühmliche Rolle damals gespielt. Wir wurden damals angefordert, 100 Sanitätssoldaten zu bringen, eine Transall-Maschine. Die Soldaten, es wurde untersagt zu gehen aufgrund der Sicherheitslage. Die Transall-Maschine kam, als alles vorbei war. Also ein totales Versagen, auch der Medien, muss man sagen. Die Weltmedienlandschaft ging von einem Stammeskrieg aus, also wie ein Bürgerkrieg, und von einem Völkermord hat niemand gesprochen. Noch nicht mal der Bundestag hat das Thema diskutiert. Auch Helmut Kohl, damals Bundeskanzler, habe ich gelesen, hat noch nicht mal sich dazu geäußert. Erst als Deutsche dann ausgeflogen waren, hatte die dann hier begrüßt. Was hätte man anders machen können aus Ihrer Sicht, Frau Schulz-Asche? Na, ich glaube, dass es gibt einige Lehren, die wir ja gezogen haben. Zum Beispiel die Verantwortung für Friedensmissionen, die afrikanischen Staaten dabei zu unterstützen, Friedensmissionen zu erstellen. Wir sind selber auch stark in der Aufarbeitung in Ruanda als Deutschland beteiligt.
beteiligt. Ich glaube, was jetzt noch aussteht, ist tatsächlich eine unabhängige historische Aufarbeitung auch der diplomatischen Akten der Vorgänge in den Jahren 1990 bis 1994 hier in Deutschland, um festzustellen, welche Fehler dort gemacht wurden. Wir wissen, auch gerade wir Entwicklungshelfer, auch andere Organisationen haben immer wieder an die Bundesregierung, an die Botschaft gemeldet, auch an unsere Organisationen, von Übergriffen, zum Teil ja schon von, ich sag mal, geübten Völkermorden in bestimmten Regionen, zum Beispiel Burgesera. Das heißt, es war bekannt, dass sich die Sicherheitslage immer weiter zuspitzt. Es war von Todeslisten die Rede, auf denen bekannte Tutsis, aber auch natürlich moderate Hutu-Politiker standen. Und es ist von deutscher Seite nichts passiert. Und das können wir haben vieles nur vom Hörensagen. Und was wir, glaube ich, brauchen, ist jetzt eine unabhängige wissenschaftliche Aufarbeitung genau dieser Jahre und die Klärung der Frage, was ist damals eigentlich schiefgelaufen mit der Maßgabe, was können wir daraus für die Zukunft lernen. Schlagen wir die Brücke nach vorne. Sie waren vor kurzem in der Zentralafrikanischen Republik. Auch da ist die Situation schwierig, wenn auch nicht so vergleichbar ohne weiteres mit der vor 20 Jahren in Ruanda. Aber wenn wir trotzdem das mal zugrunde legen, was damals alles nicht passiert ist, was wir in der Zwischenzeit gelernt haben, sind Sie zuversichtlich, was die Probleme, die Konfliktlösung in der Zentralafrikanischen Republik angeht? Oder muss man eigentlich sagen, oha, da wiederholt sich möglicherweise etwas sehenden Auges? Ja, also die Situation ist nicht vergleichbar in dem Zusammenhang, aber es ist auch hier dramatisch, der Konflikt zwischen Moslems und Christen, wo hier auf der einen Seite die Christen die Moslems hier umbringen, und der Versöhnungsprozess hat ja doch gar nicht angefangen, sondern der Krieg ist ja noch voll im Gange, aber hier sind wir schon aktiv, wir haben hier unsere Lehren gezogen, wir sind hier mit einer internationalen Mission vor Ort. Wir versuchen auch von unserer Seite Deutschland auch hier mit humanitärer Hilfe natürlich zu unterstützen, in den ganzen Flüchtlingslagern und vielen anderen mehr. Aber lassen Sie sich mal vielleicht ganz zurück nochmal auf Ruanda. Ich glaube schon, dass wir auch unsere Lehren gezogen haben. Aufarbeitung ist richtig, vollkommen klar. Aber es ist das erste Mal, wurde der internationale Gerichtshof in Ruanda ja eingerichtet. Und das erste Mal wurde auch Vergewaltigung als Begehungsform eines Völkermordes anerkannt, was ja in die internationale Rechtsprechung eingegangen ist. Die Strafgerichte wurden verstärkt. Das erste Mal ist es jetzt möglich, auch politische Amtsträger vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen. Und vor allem ganz, ganz wichtig, dass eben die Friedensmissionen ein robusteres Mandat bekommen, dass sie eingesetzt werden können zum Schutz der Zivilbevölkerung und zum Schutz der Menschenrechte, was früher nicht möglich war. Alles richtig, aber faktisch ist es ja aber doch so, in vielen Konflikten und vielen Situationen, dass etwa auch in der Zentralafrikanischen Republik und trotz allem, was da passiert, trotzdem weiter gemordet wird. Das heißt aber doch, es kann das, was im Moment passiert, eigentlich nicht reichen. Es muss was anderes noch passieren. Ja, aber ich glaube, man macht sich das zu einfach, wenn man jetzt auch so einfache Antworten erfragt. Wir haben in der Zentralafrikanischen Republik, habe ich auch mal gearbeitet, eine andere Situation als in Ruanda. Das hat auch sehr viel damit zu tun, dass die kolonialen Strukturen die Situation in der Zentralafrikanischen Republik völlig zerstört hatten. Das ist eine andere Situation als wie eine relativ gut sortierte Gesellschaft, wie sie eigentlich in Ruanda vorhanden war. Und von daher, denke ich, muss man sehr vorsichtig agieren. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass immer diese ehemaligen Kolonialherren die einzigen sind, die sich wirklich in diesen Ländern bereit sind zu engagieren. Also auch in diesem Fall Frankreich. Ich halte das für ein Problem, weil die Kolonialherren immer belastet sind, aber die internationale Gemeinschaft, andere engagierte Länder, zum Beispiel Deutschland im Interesse der Menschenrechtsfragen, sich viel zu wenig in diese Diskussion einbringt. Ich glaube, in Zentralafrikanische Republik, wo wir hier mithelfen können, auf jeden Fall, die Strukturen mit aufzubauen. Es gibt keine Gerichte. Es kann niemand zur Verantwortung gezogen werden, und da werden wir auch sehr stark aktiv sein. Das heißt aber, das, was an Morden passiert, an Übergriffen, dass man das bis zu einem bestimmten Grad hinnehmen muss? Wir haben ja Schutzmandate da unten. Wir haben eine Friedensmission. Und übrigens, Ruanda, das finde ich ganz fantastisch, mit 850 Soldaten bei dieser AU-Mission, der MISCA. Also sie nehmen unwahrscheinlich ihre Verantwortung wahr. Die Ruanda, eben als ich sage, wir haben das selbst erlebt. Wir wollen nicht, dass andere Länder hier auch so leiden. Das finde ich ganz großen Respekt davor. Wir sind unten, auch die Europäische Kommission. Jetzt kommt jetzt ja auch ein Kontingent, schickt ein Kontingent nach unten. Wir schicken ja unsere Flugzeuge nach unten, unterstützen auch hier mit Medizin und vielem anderen mehr.
unbestritten, dass man Strukturen ändern muss, dass man Bildung aufbauen muss, dass man im Vorfeld Prävention treffen muss, damit sowas erst gar nicht eintritt. Aber wenn es doch eingetreten ist, und jetzt komme ich auch auf Syrien, wo wir ja auch schon eine ganze Weile zusehen, wo wir teilweise auch gar nicht mehr hinsehen, wie ich eingangs gesagt habe, wo aber auch immer noch Menschen umkommen, müsste man da nicht einfach auch nachdrücklicher und aktiver sein, auch militärisch hingehen und sagen, irgendwie wir zeigen deutliche militärische Präsenz. Auch das Gegenbeispiel oder das ein positives Beispiel scheint ja Mali zu sein, wo die Franzosen tatsächlich auch mit einem militärischen Einsatz, auch mit deutlicher Waffenpräsenz es geschafft haben, die Konfliktparteien auseinanderzukriegen und zu befrieden deutlich, aber auch mit einer ganz klaren eben militärischen Präsenz. Ja, aber Sie wissen ganz genau, dass bei Syrien der Sicherheitsrat nicht mit einer Stimme spricht. Und das ist ein ganz großes Problem, was wir in der internationalen Gemeinschaft haben. Wir sind nur stark und wir können sowas nur verhindern, wenn wir international mit einer Stimme sprechen. Und das ist leider bei Syrien nicht der Fall. Und dann doch so lange muss man es akzeptieren, wie es ist, oder? Also in Ruanda 1994 waren viele Politiker aller Parteien auf der Suche nach einem unabhängigen, unbelasteten Partner, der bereit ist, ein Land, was bereit ist, sich zu engagieren, um die Friedensbemühungen zu unterstützen. Und die Hoffnungen fielen damals auf Deutschland. Und diese Hoffnungen sind damals enttäuscht worden. Und von daher glaube ich, dass es notwendig ist, dass wir auch gerade in der deutschen Außenpolitik und auch in der Entwicklungszusammenarbeit eine Position finden, eine eigene deutsche Position, wie wir uns in solchen Fällen verhalten, wie wir uns auch als Partner in solchen Krisensituationen anbieten können und unter Umständen auch gerade eben im Gegensatz zu anderen auch kolonial belasteten Mächten hier eine eigenständige politische Position entwickeln können. Muss unter Umständen die UNO neu definiert werden, auch die Rolle des Weltsicherheitsrates, das muss so Veto-Fragen, die möglich sind, muss man das mal diskutieren und auf den Prüfstand stellen. Es gibt ja diese Responsibility to Protect, diese Schutzverantwortung, die 2005 verabschiedet worden ist, wo ich aber so, wenn ich drauf gucke, feststelle, dass es teilweise gar nicht greift. Ja gut, die Schutzverantwortung sagt natürlich, dass jeder Staat, jeder souveräne Staat sich erstmal um seine Bürger selbst kümmern muss, dass sie nicht Opfer werden von Kriegsverbrechen, von ethnischen Problemen. Und nur wenn sie es nicht mehr können und nicht mehr willens sind, dann soll die internationale Gemeinschaft hier eintreten. Aber hier braucht man auch Einstimmigkeit. Eher nicht? Ja, das sehe ich auch so. Ich halte die multilaterale Lösung ist die einzige, die wir tatsächlich haben, um mit solchen Konflikten umzugehen. Aber eben internationales Engagement heißt auch immer, dass sich einzelne Nationen besonders engagieren, um dieses internationale Engagement auch zustande zu bringen. Und da würde ich mir eine aktivere Rolle von Deutschland wünschen. Frau Schulz-Asche, Frau Wörl, wir haben im Hintergrund das Klingeln schon gehört. Irgendwie. Deswegen muss ich die beide jetzt verabschieden, obwohl ich gerne noch länger mit Ihnen reden würde. Viele Fragen sind offen geblieben. Wir stellen aber fest, dass viele Probleme doch ein bisschen bewusster geworden sind offenbar und auch, dass die Politik bereiter ist, das auch dann anzupacken. Vielen Dank für heute Morgen, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank auch Ihnen, Frau Schulz-Asche.